So, ich fange jetzt einfach an. Ne? Die ist jetzt Making Off oder so, ne? Genau. Oh, Making Off wollte ich immer schon mal mitmachen. Udo Lindenberg. Ja, der ist auch bei, ne? Udo ist so ein eigener Kosmos für mich. Udo hat so eine ganz eigene Zeitrechnung. Ich glaube, das ist ein unglaublich großer Bann, eine große Aura, die er da hat. Er vertraut darauf, er hat das beste Team. Das Besonderste für mich ist einfach, dass da oben jemand steht, der einfach Musikgeschichte geschrieben hat, der seit vielen, vielen Jahrzehnten am Start ist. Und vor allen Dingen dann noch da oben zu stehen mit so einem glänzenden Auge. Da kann man sich als Künstler von Udo, glaube ich, mehrere Scheibchen abschneiden. Ich finde es total schön, wie sehr Udo die Generation verbindet. Meine Mutter war und ist der größte Udo Lindenberg-Fan, den es, glaube ich, gibt. Also ich finde, er ist sich auf eine erfreuliche Art und Weise sehr treu geblieben. Wir haben mal aus Spaß gesagt, hast du mitgekriegt, dass Udo ein Album rausgebracht hat? Ich habe nichts mitgekriegt, weil es war überall. Ich trag dich durch die schweren Zeiten. Ich glaube, es gibt keinen Künstler auf der Welt, der das Gefühl hat, ob ich vor 5 oder vor 50.000 auftrete, ist mir egal. Also er macht das Stadion für mich gefühlt zum Wohnzimmer. Es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Der kann in einem Stadion voller Menschen, 40 bis 70.000 je nach Größe, trotzdem mit denen so reden, als wären die so nah wie wir jetzt. Es ist die verspielteste Superstar-Show, die ich kenne. Ich finde das hier eine richtig krasse Produktion. Man riskiere einen Blick. Die gehören alle zu Udo. Das ist einfach ein großes Gefühl. Untoppbar. Ist unglaublich. Es ist der Wahnsinn. It's out of this world. You understand? You know what I'm talking about.